Wo bist du? Zu früher. Oh. Alter, nicht. Gott sei Dank. Zu früher, da waren auch keine Frauen, wenn man getanzt hat. Noch ein Bier? Klar. Der wird besser mit der Zeit, ne? Der Sound. Ja? Soll ich auch eng tanzen, Martin? Das mache ich mit Max. Das ist zu früh für dich. Und fallen wir die Übernahme durch Fenster. Bahn ein. Hast Tempo in dem Zug. Ja, schneller. Langsam muss man sich doch daran erinnern, was man eigentlich wollte. Er sitzt die ganze Zeit klar und spielt Klavier. Wie ist es zu sehen? Ich bin, wie das halt so ist. Ich bin unsichtbar. Unglaublich. Oh, Musik. Das erklärt mir ein. Vampir! Hoffentlich kommt jetzt jemand vorbei. Du Post. Weißt du? Okay, Porsche! Jetzt sollten wir was Informationen versuchen. Wir oder die? Wir. Achso, immer abwechseln. Muss ich noch was sagen? Achso, das ist nicht wirklich sehr cool. Nee. Wie gesagt, das. Nein, aber ich doch mal. Sie machen heute draußen super tanzen. Ja, wenn wir das die ganze Zeit durchtanzen, dann wird das ein Tanzmarathon. Ja. Dance, Dance, Revolution. Die kommt mitten drin, kommt die ran. Meinst du? Ja. Woher weißt du, dass es eine Frau sein soll? Das ist eine Frau. Du hast Frauen mit ihnen. Ach nee, das war eine Ausdruck. Das können auch kompetente Männer sein, die irgendwie zu lange studiert haben. Hast du was Spezielles? Ja, das ist doch eine Idee. Ich hab nichts gesagt. Also dieses Bier? Die wirkliche Herausforderung wird sein, wenn jemand an den Apparat geht, dass wir versuchen, den oder diejenigen zum Mittanzen aufzufordern. Per Kamera. Das machst du besser. Aber das geht jetzt schon eine Viertelstunde so. Nee, so lange noch nicht. Wir haben jetzt gerade mal 3 Minuten. Stimmt. Und ich habe ja vorhin schon 8 Minuten gewartet. Ja, das ist der Kinderkram. 12 Minuten erst. Ach, da ist eine Kamera! Die Zeitversetztheit, die ist erstaunlich. Man kann das ist nicht wie im Spiegel tanzen. Ja, das ist ja das Tolle an der Kamera, du siehst dich zum ersten Mal so wie angedeutet. Oh Gott, vom Spiegel, so sieht dich ja keiner. Ja, aber ich bin nicht zweidimensional, obwohl das viele glauben. Und auch nicht eindimensional. Okay. Ist das eine wirklich dringende Anruf? Jetzt zieht sich zuerst aus. Es ist insofern ein dringender Anruf, als dass wir kein Internet haben. Also auf jeden Fall sehr langsames. Also nur so normal stand das Internet, wie man früher hatte. Wie früher ein Modem. Ja. Weil. Das habe ich, wenn ich Torrents laufen habe. Dann habe ich so ein Flash. Torrents. Dann habe ich auch so ein Zeit-Flashback. Das ist. Aber es ist. Die Telekom ist schneller geworden, muss man sagen, oder? Also so wahrscheinlich lösen die jetzt das Problem und sagen, fertig! Die Privatisierung hat schon ihre Vorteile. Sind die noch im Streit? Warten jetzt, bis der Streit vorbei ist? Ich glaube, das könnte am Streit sein. Das zeigen wir auch. Die sind alle so spät. Die sind doch fertig gestreikt, oder? Ich glaube nicht. Telekom hat die nicht schon fertig. Das ist bei der Technikerkrankenkasse immer Streit. Das ist doch eine normale Wartezeit. So. Das ist eine normale Wartezeit? Du kannst mal sehen, wie wenig Probleme wir bisher hatten. Ja. Nein, also ehrlich gesagt, ist ja, du jetzt normal ist so 3-4 Minuten. Ja, das ist ja schon.
14 Minuten jetzt, das ist schon länger. 14. Stimmt, sie kann ja auf dem Display sehen. Nee, da sitzt immer was an der falschen. Genau, das kommt. Ich rechne fest damit, dass dieser. Ah, nee, DSL-Störung? Nee. Da gebe ich immer eine Nummer. Ja. Können Sie mich nicht verbinden? Nein! Ah, der Sound. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum es klingelt. Es ist gut, dass ich eine neue Festplatte habe, die was ich speichere, also dass wir dieses Video jetzt bis zum Schluss durchziehen können. Aber irgendwann wird es dunkel. Wieso? Achso. Das ist der Lauf der Zeit. Ah, ich glaube, ich mache mal was, oder? Ja, bitte. Wenn nicht, dieses Ding hier aufnehmen. Was hast du für so eine Art Schein? Ich weiß nicht. Wir haben dann so Sende, so Sehverhalten bei ZDF-Tanzmarathon oder so. Da gehen wir dann ein bisschen runter. Die, die es ganz durchgesehen haben, die sind entweder alt oder tot. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt Fans kriegen. Ja, vielleicht kriegen wir auch Fans. Das wäre toll, ne? Fans. Was für Fans? So die. Also Leute, die so gerne Spreeblick lesen. Ach, das gibt's nicht. Es geht ja um die Identifizierung mit den Protagonisten. Ja, Identifikation, glaube ich. Ja, da muss man aber auch hin und wieder mal so reingucken. Hallo. Nee, jetzt ist die hin. Oh, Mist. Die können sich mit schwarzen Shirts und blauen Pullis identifizieren. Ja, okay. Nee, raus geht's nicht. Ach so, ich hab schon vorhin ein bisschen meinen Kopf gestanden. Ich hätte aber auch niemanden gewusst. Nee. Ich bin schwarz. Du bist schwarz. Du auch, nehme ich an. Nee, danke. Ich verzichte. Du verzichtest? Ich könnte dir so lustige. Ich werde nochmal anrufen, vielleicht ist das noch schon rebooten. Wenn sie sich den Fortschrittsbalken geben. Wahrscheinlich bleibt unser Anruf. Kann man nicht die Zeitanzeige aussehen? Ich fürchte, das wird echt. Hey! Psst. Oh! Was? Es hat zu lange gedauert. Ja, wir sind ja auch Arschlöcher. 17 Minuten. Es ist. Ruf einfach normal an. Ja.